Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier mal wieder zu einem React. Die letzten beiden Tage kam für euch je immer nur ein Video, hoffe trotzdem, euch haben diese Videos gefallen. Gerade auch das Video eben mit den Reactions zu Outlast Trials und Resident Evil 8. Jetzt schauen wir das neueste Video von Jonas. Ich will jetzt mir auch nicht hier so viel Zeit lassen, ich will, dass für euch heute noch hier das Video kommt. Später kommt für euch noch dann die Reaction zum Trailer zu Krass Klassenfahrt und da werde ich mir in dem Sinne ein bisschen mehr natürlich Zeit lassen. Aber natürlich wollen wir jetzt erstmal gucken, wenn Männer wie Hunde wären. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Sitz! Charlie, sitz! Sitz, Charlie! Platz! Charlie, Platz! Platz! Charlie, komm her! Stimme. Ist das mein neues Zuhause? Willkommen zu Hause. Darf ich hier hinkacken? Du bist bestimmt durstig. Ich würde erst mal was zu trinken. Du willst ja aber keine Katzen zulegen, oder? Ich mach dir was. Nein, ich habe gar keinen Durst. Ich habe nur Hunger. Oh, ach, das ist okay. Es passiert wohl. Mein Gott, jetzt muss man ja irgendwie so doppelt denken. Weil es ist ja kein richtiges Tier, das heißt, er mimt ja nicht ein Tier richtig nach, sondern wenn Männer wie Hunde wären, das heißt, als Mensch Hundeeigenschaften. Ach Gott, ey, jetzt muss man auch noch so doppelt denken, finde ich. Ups. Was war das? Charlie! Was soll das? Geh in die Ecke! Geh in die Ecke! Nein, Charlie. Gib Pfote. Pfote. Na. Pfote. Gib Pfote. Pfote. Charlie, nein! Hey! Charlie, ah! Charlie! Charlie, hör auf! Da musst du dir auch selbst lachen. Nein, du weißt, dass du nicht aufs Bett darfst. Ich habe aber Angst im Dunkeln. Nein, runter mit dir. Was ist, wenn der Postbote mich nachts holen kommt? Außerdem ist dein Bett viel weicher. Runter. Ich habe runter gesagt. Geh runter. Der Hundeblick. Okay, oh ja. Kannst du diesen Blick widerstehen? Okay, aber nur heute. Auch heute. Wisst ihr, woher ich diesen Blick kenne? Und so nenne ich ihn immer. Das ist für mich der gestiefelte Katerblick. Wenn ihr Shrek kennt, ist der gestiefelte Kater. Und ohne Witz, ich finde es so awesome, wie der gestiefelte Kater dann so diese Cap abnimmt und dann so eine normale Katze ist und so so richtig drollig guckt. Charlie! Wieso ist das Bett nass? Charlie, du hast es aus hier! So, Charlie, das ist so eklig! Hä? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt war. Außerdem bin ich noch ein Welpe, ich darf das. Außerdem bin ich ein Welpe. Emma. Hör auf zu bellen. Emma, hör auf zu bellen. Oh, was machst du denn da? Ich warte auf den Postboten und wenn ich ihn erwische, werde ich ihn umbringen. Oh, du willst bestimmt rausgehen. Okay, ich hoffe, ich bin fertig. Nein, ich warte auf den Postboten. Ist er das? Ist er das? Verpiss dich! Wag es nicht, hier in die Kasse! Ich hasse ihn! Nein, ich hasse dich! Ich hasse ihn! Ich habe auch eben Brot gegessen. Schmeckt lecker. Hier wird nicht gebettelt. Hier wird nicht gebettelt. Nein. Nein. Der schnappt sich doch gleich so eine Gurke, oder nicht? Okay, ein kleines Stück, aber dann reicht's.
Der kommt doch jetzt gleich wieder. Der kommt doch jetzt gleich wieder und will noch was essen. Ich hab gesagt, es gibt nicht mehr. Was? Oh, ist das geil. Nein. Zerstörung. Oh, es tut mir leid. Ich schwöre, es kommt nie wieder vor. Es ist meine Schuld. Ich werde es nie wieder machen. Es tut mir leid. Ist okay. Mach's nicht nochmal. Vor allem ist es nur Papier. Okay, hast du schon wieder vorgekommen. Ich schwöre, es wird nicht nochmal passieren. Wirklich. Du kleine Mist! Mit diesem Lachen. Ach so, nee. Ich habe auch nicht viel gemacht die letzten Tage. Ja. Was? Ach so. Nee, das war nicht ich. Das war der Hund. Was? Ich war das nicht. Ja. Ach so, und was machst du nächste Woche so? Ich schwöre, ich war das nicht. Ich kann das riechen. Ich hab, meine Nase ist einige Nummer besser als deine. Sonst bin ich das, aber diesmal warst du das. Ich schwöre. Ey! Oh, köstlich. Köstlich, köstlich. Wirklich sehr, sehr cooles Video, muss ich zugeben. Wenn Männer wie Hunde werden, Alter. Man muss sich das doch erstmal vorstellen. Stellt euch wirklich irgendwie vor, irgendein Mensch, ob nun Mann oder Frau, hat einen Tick und isst wie ein Hund. Und reagiert wie ein Hund. Also nicht nur isst vom Essen, sondern isst vom Sein her ein Hund. Also... Das wäre schon ziemlich merkwürdig. Aber es gibt viele verrückte Menschen, muss man auch mal dazu sagen. Von daher bestimmt gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der auf jeden Fall so ist. Nun denn, das war's mit meiner Reaction. Wie gesagt, soll jetzt nicht so lang gehen. Ich könnte jetzt noch viel, viel mehr reden. Für die, die jetzt nicht Bescheid wussten, auch nur mal eben hier ganz kurz. Ich habe immer noch so, sage ich mal, so leichte Rückenschmerzen. Mittlerweile geht zum Glück wieder, weil ich mich die letzten Tage ausgeruht habe. Ich habe es auch auf Instagram mitgeteilt, dass dann eben demzufolge Videos nicht kamen, abgesehen von denen, die ja eben vor euch kamen. Das heißt, wenn ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, tut dies unbedingt, ist unten in der Beschreibung verlinkt, damit ihr dann auch immer bei diesen Benachrichtigungen auch mit auf dem Stand seid. Und dann würde ich sagen, lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren, checkt das Video von Jonas aus, es kam ja gestern, von daher könnt ihr da auch gerne eine Bewertung da lassen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir sehen uns dann später zur Krass-Klassenfahrt-Reaction und bis dann, Anpfiff-Abpfiff-Tour. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.